Die Arbeit der Diakonie Dortmund und Lünen im Bereich Migration und Integration richtet sich mit ihrem Unterstützungsangebot an Kriegsflüchtlinge, an Asylsuchende und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Im Dortmunder Nordwesten, in Westerfelde, leistet die Diakonie wichtige Integrationsarbeit mit dem Büro Lokal Willkommen und dem Begegnungszentrum Nebenan im Stadtteil. Im Verbund mit anderen Trägern der freien Wohlfahrtspflege in Dortmund begleiten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch den Integrationsprozess von Menschen aus anderen EU-Staaten. Ich bin Martina Herold und bin Mitarbeiterin des Diakonischen Werks und verantworte dort den Bereich Migration und Integration. Das heißt, an zwei unterschiedlichen Standorten halten wir Unterstützungs- und Beratungsangebote für Menschen vor, die neu in Dortmund angekommen sind. Im Haus der Diakonie in der Rolandstraße erhalten zugewanderte Menschen Beratung und Hilfe bei allen Schwierigkeiten im Alltag. Die kostenlose Unterstützung umfasst auch alle Ausländer- und sozialrechtlichen Fragen unter Berücksichtigung des Rechtsberatungsgesetzes. Soweit realisierbar, erhalten alle Hilfesuchenden eine Beratung in ihrer jeweiligen Landessprache. Ich bin Monika Neise und ich arbeite in der regionalen Flüchtlingsberatung der Diakonie Dortmund. Zu meiner Zielgruppe zählen Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung oder mit einer Duldung. Ich biete Beratung in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch an. Mein Name ist Ursula Burmann. Ich arbeite hier in der Asylverfahrensberatung für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Und meine Aufgabe ist vor allem, den jungen Menschen dabei zu beraten, ob sie hier in Deutschland einen Aufenthalt bekommen können und was sie dafür tun müssen. با سلام، نام حسین احسانی هست. به عنوان مددکار اجتماعی در دیاکونی شهر دورتموند فعالیت دارم. فارسی زبانان عزیزی که در زمینه‌های مختلف با ادارات آلمانی مشکلات داشته باشن میتونن به ما مراجعه کنن. Onomazome Giorgos Theoharis και παρέχω συμβουλευτική υποστήριξη για μετανάστριες και μετανάστες σε θέματα ό,τι αφορά τη ζωή τους και την ένταξη στη γερμανική κοινωνία. Auch Dortmunderinnen und Dortmunder, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren möchten, wie etwa hier im Begegnungszentrum Nebenan, finden im Haus der Diakonie einen Ansprechpartner. Mein Name ist Vincent Metro und ich arbeite in der Integrationsarbeit der Diakonie Dortmund als Ehrenamtskoordinator. Und ich helfe in dem Fall dabei, Menschen zu vermitteln, Menschen zusammenzubringen. In der Anlaufstelle Willkommen Europa erhalten Menschen aus EU-Ländern muttersprachliche Beratung und Begleitung und Hilfe bei der sozialen und beruflichen Integration. Familien werden bei der Eingliederung ihrer Kinder in Kita und Schule unterstützt. Wir sind in der ökumenischen Anlaufstelle für EU-Zuwanderinnen und Zuwanderer. Willkommen Europa und befinden uns im Herzen der Dortmunder Nordstadt, wo viele Menschen, die neu zugewandert sind aus der EU, leben, arbeiten und ankommen. Hier bei uns arbeiten 29 Kolleginnen und Kollegen. Die meisten von ihnen sprechen ein oder zwei Fremdsprachen, sodass wir ein Sprachrepertoire von 17 Sprachen vorhalten. Здравейте, казвам се Александра, социален работник съм и работя към Диакони Дортмунд в бюрото за подпомагане Willkommen Europa. Добър ден, аз съм Фатима Коленда, запослена съм у Центру Добродошли Европа и задужена съм за суграджане кои долазе из бивше Југославије, Хрватске, Босне и Херцеговине, Србије, Црне Горе. Meine Aufgabe hier ist es vor allen Dingen mit Familien zu arbeiten, wo vielleicht eine Beeinträchtigung vorliegt oder ein Handicap da ist. Und ich arbeite zusammen mit meiner Kollegin Tatjana, die drei Sprachen spricht und die stellt sich jetzt vor. Benvenuti italiani, buongiorno. Io sono Tatjana e vorrei accompagnarvi, aiutarvi nelle relazioni che avete qua in Germania. Hablo también español, entonces para las familias españolas también estoy disponible. Et si vous parlez français, vous êtes le bienvenu.
Serdecznie witamy, willkommen Europa. Pragnę Państwu przedstawić nasz polski team. Paula Karpiński, Lidia Johnson i ja, Małgorzata Niwińska. Westerfilde-Bodelschwing ist das Quartier, in dem das Diakonische Werk schwerpunktmäßig tätig ist. Zum einen mit dem Konzept Lokal Willkommen, das kommunale Integrationsnetzwerk. Das heißt, der Kollege vom Diakonischen Werk und die Kollegin irgendwie von der Stadt kümmern sich um die Menschen, die im Quartier angekommen sind und eben im Quartier Fuß fassen sollen. Mit besonderem Blick auf die Eltern- und Familienförderung betreibt die Diakonie Dortmund im Stadtteil Westerfilde federführend das Begegnungszentrum Nebenan. Wir sind ein dezentrales Bürgerzentrum und machen Angebote von Menschen im Stadtteil für Menschen im Stadtteil. Es gibt sehr viele verschiedene Angebote, aber wir stecken noch in den Kinderschuhen und freuen uns auf alles, was in der Zukunft noch möglich sein wird. Mit dem Projekt VQ – Geflüchtete helfen anderen Geflüchteten setzt das Diakonische Werk Dortmund Standards in der Integrationsarbeit. In diesem Projekt ist uns sehr wichtig, dass wir Geflüchteten die Möglichkeiten geben, auch selber ehrenamtlich tätig zu werden, weil letztendlich sind sie ja ihre eigenen Spezialisten für ihre Fragen und Bedürfnisse. Und das gibt den Menschen auch sehr viel Anerkennung und auch sehr viel Mut letztendlich für ihre eigene Integration, für ihren eigenen Integrationsprozess. Ich lebe in Deutschland seit 5 Jahren. Und ich habe 3 Kinder und ich lerne nur bis A2. Wegen Corona ich bleibe zu Hause. Und vor eineinhalb Jahren bin ich bei Diakonie. Ich helfe ältere Leute. Ich komme aus Aleppo, aus Syrien. Wir versuchen immer, andere Leute oder neue Leute nach Deutschland gekommen auch helfen. Ich übersetze für arabische Leute und kurdische Leute, Papier ausfüllen, Termine machen, begleiten. Ich mache alles, was ich kann. Das hat mir auf jeden Fall viel, viel geholfen. Die Sprache ist besser geworden. Und wie ich gesagt, ich bin seit 2 Jahren in der WQ-Gruppe. Was ich erlebt als Fluchterfahrung, ich musste die anderen das nicht erleben. Die Horden, die Alltagsprobleme und so. Deswegen habe ich meine Entscheidung getroffen, eine Ausbildung, eine Qualifizierung zu machen, wo man die Sprache beherrschen kann und auch die Kultur. Mein Name ist Heike Dahlheimer und ich bilde ehrenamtliche Vormünder und Vormünderinnen aus, die Kinder und Jugendliche begleiten. Das ganze Projekt nennt sich Do It. Und das Ziel von Do It ist, sich für das Recht und den Schutz von Kindern und Jugendlichen, die hierher geflüchtet sind, einzusetzen. Die wesentlichen Aufgaben als ehrenamtlicher Vormund sind, die Kontakte mit dem Jugendamt pflegen, Anträge stellen, sowohl beim Jugendamt, aber auch Schulanmeldungen, eine Wohnung suchen, wenn man älter wird. Und ihm eigentlich ein bisschen auch zeigen, dass es nicht nur Krieg gibt, sondern auch schönes Leben und sicheres Leben. Also mir geht's heute super, ich kann mich nicht beschweren. Ich habe eine Wohnung alleine, ich gehe zur Schule, ich mache zurzeit eine Ausbildung als Kinderpfleger und ich habe eine deutsche Familie und meine Eltern sind hier, also ich kann mich nicht beschweren, ich bin super glücklich.